So, hallo, guten Morgen YouTube. Heute bin ich mal wieder relativ früh unterwegs. Und zwar bin ich auf dem Weg nach Balingen, in dem Fall zur AHG. Was wir da machen? Spaß beiseite. Und zwar haben wir einen Kundenauftrag. Es geht um einen Land Rover Evoque, in dem Fall um einen 2 Liter Diesel mit 180 PS, und da wünscht die Kundin ein bisschen mehr Leistung. Da wollen wir jetzt mal hinfahren, wollen der Kundin mal den Wunsch erfüllen. Der Grund, warum wir hinfahren ist, oder warum ich hinfahre, ist ganz einfach. Das Fahrzeug bekommt noch ein paar Arbeiten durchgeführt. Es werden noch Felgen beilackiert und noch diverse Kleinigkeiten erledigt am Fahrzeug. Das heißt, sie hat sowieso Wartezeit, bis sie ihr Fahrzeug bekommt. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich fahre hin. Ich mache das Fahrzeug vor Ort, mache da meine Probefahrt, mache da meine Testfahrt, sodass du in 2 Wochen, wenn dann das Auto fertig ist, also wenn die restlichen Arbeiten durchgeführt worden sind, direkt abholen kannst. Und den Wunsch erfüllen wir jetzt. Wie schon gesagt, wir haben einen Evoque mit 180 PS und 430 Newtonmeter. Das ist ein 2 Liter Diesel. Im Schnitt, aus Erfahrung, streuen die immer ein ganz klein wenig nach oben. Also da ist nachher so Ausgangsziel so 220, 230 PS und so knapp um 500 Newtonmeter. Also das ist schon deutlich spürbar. Da muss man einfach sagen, ja, sind wir gespannt, was rauskommt. Ich denke mal, die Kundin, die wird sich richtig freuen. Sie weiß schon ungefähr, wie es sich anfühlt, weil sie hat einen Bekannten, der fährt auch dieses Modell. Allerdings nur der 150 PS, und der ist auch von mir angepasst. Das heißt, der hat auch bereits eine Leistungssteigerung. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt. Ein großes Dank, oder ein riesengroßes Dank, geht natürlich auch an die AHG nach Balingen, dass ich das Fahrzeug vor Ort machen darf. Hier blende ich euch unten noch eine Adresse ein, beziehungsweise einen Link, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Neuwagen, nach einem Gebrauchtwagen oder einfach nur für euren BMW, Mini, Peugeot oder Land Rover eine Werkstatt sucht, dann seid ihr hier bei der AHG genau richtig. Wie schon gesagt, viele kompetente Leute, sehr zufrieden, schon jahrelang dort Kunde und immer gut aufgehoben gefühlt, für immer eine Lösung parat. Und das muss man einfach auch mal sagen, das ist ja in der Zwischenzeit auch nicht mehr so selbstverständlich, sage ich mal ganz vorsichtig. Und auch Neuwagen-, Gebrauchtwagenverkäufer, ja, richtig super Leute, schon gesagt, hingehen, angucken, Probe fahren, wenn es passt, natürlich kaufen, ganz klar. Wie schon gesagt, verlinke ich euch unten. Jetzt würde ich sagen, ich fahre voll rüber. Und sobald ich drüben bin, würde ich euch quasi geschwind mal mit durchnehmen. Laufen mal eine Runde durch, dann zeige ich euch mal, was die AHG in Baling so anbietet. Momentan weiß ich, dass zum Beispiel auch ein M4 in einer wunderschönen Farbe aktuell im Schaufenster steht. Sind wir mal gespannt. Da werde ich euch mal ein paar Fotos bzw. ein kurzes Video zukommen lassen. Ja. Und dann würde ich sagen, im Teil 2 geht es dann um das Thema Land Rover Evoque Leistungssteigerung. Da machen wir dann ganz normal wieder eine Probefahrt, Eingangsmessung, und dann kümmere ich mich um die Anpassung der Motorkennfelder. Und dann würde ich sagen, machen wir eine Ausgangsmessung, gucken wir, was rauskommt, dann gucken wir, ob wir da liegen, wo wir sagen, wo wir hinkommen. Jetzt würde ich sagen, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ja, wie hier nochmal gesagt, ein großer Dank geht hier auch an das Team von der AHG für die Mühen, für die Zusammenarbeit und für die Einsatzbereitschaft und die Hilfestellung auch im Bereich Video. Hier geht auch, oder kommt auch ein großer Dank von Mario, von den Schwabencheckern. Vielen Dank für eure Unterstützung seitens der AHG.
dem Fall danke auch an Yannick Kreisel, der hier als Neuwagenverkäufer tangiert und uns immer hilfsbereit Fahrzeuge zum Check zur Verfügung stellt. Ja, hier euch jetzt ein kleiner Einblick, was die AHG an M-Modellen momentan gerade zu bieten hat. Natürlich könnt ihr auch jegliches andere Modell erwerben. Wie schon gesagt, wir werden das unten einblenden. Wenn ihr Fragen habt oder ein Auto sucht, BMW, Peugeot, Mini oder Land Rover, wendet euch doch einfach an Jan Kreisel, AHG Balingen. Vielen Dank fürs Video schauen. In dem Sinne bis bald, euer Kevin. Ciao.